Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, ich bin etwas schnell von dann gezogen, dann am Ende des letzten Parts, weil ich keinen Bock mehr hatte auf diese dämlichen Crocs. Und, ja. Ich werde jetzt auch die Crocs weitgehend ignorieren. Ich habe tatsächlich absolut null Bock mehr auf Crocs. Das geht mir gerade so auf den Sack irgendwie. Wenn eine halbe Bergwand hochklettern muss und, ja, dann Zusatzausdauer hast du dabei, alles kein Problem. Dann, ja gut, dann sind da halt so Bergstellen, wo ich denke, da kann ich laufen, da benutze ich halt kein Essen. Auf einmal stürze ich ab, nutze dann das Essen, damit ich wieder Ausdauer habe und gleitet erstmal die Hälfte runter. Ja, super. Hat mir natürlich viel geholfen. So, hier ist ein Wächter. Ich wollte den Linksbogen haben und einen entsprechenden Pfeil, damit ich den gleich... Ha? Gehst du dich jetzt zu mir oder bist du zu doof? Jetzt. So. RIP. Oh, mir wird wieder kalt. Ja, das ist noch so ein Effekt. Dadurch, dass ich halt, mit diesem Croc zu tun hatte und so weiter, mit den mehreren Crocs, die ich da gesammelt habe, ist natürlich auch meine Kältemedizin wieder davon geflattert. Ja, mir flöten gegangen, wie auch immer, sodass ich halt nichts machen konnte. Halt voll dumm. Aber gut. Wir haben hier noch irgendwo bei dem roten Symbol einen Schrein. Jetzt nämlich ein Aus. Ja, ja. Okay. Das da vorne, es ist ein riesiger Eisklotz, wa? Ja, ja. Da ist der Schrein, oder? Naja, da ist der Schrein eingefroren, das sieht man schon. Dann gib mir bitte mal einen Chimärenbogen und ich werde jetzt auch ein Lagerfeuer anzünden da nebendran. Das sind zwei Eismagi, okay. Okay, pass mal auf. Ich brauche Holzbündel. Ich weiß nicht, hat das jetzt was gebracht, dass ich mehrere gemacht hatte? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube nicht. Da oben kann sich auch gleich mal verpissen. So. Eisstab. Ja, wir müssen jetzt halt warten, bis das Eis geschmolzen ist. Ist halt jetzt leider so. Kann ich nicht ändern. Kann ja noch ein paar Erze in die Luft jagen. Ja, nichts Besonderes. Ein paar Leuchtsteine. Also es dauert so noch ewig und 3 Jahre. Das ist furchtbar. Danke. Gut. Der Kuitaka-Schrein ist damit entfroren. Und wisst ihr was? Nach diesem Schrein hauen wir hier ab. Ich hoffe, dass hier kein Schrein mehr ist, aber wir hauen ab. Wir gehen in das letzte offene Gebiet, was wir noch haben. Und ich weiß auch schon, wo wir da ansetzen werden. Da werden wir auch wieder mit Pferd reisen und so weiter. Schmelzendes Eis. Oh nein. Oh nein. Reiche mir Eis da und ich zeige dir den Weg. Toll. Ich muss also
verhindern, dass dieser Eisblock schmilzt. Während hier überall Feuer ist. Kann ich die einfrieren, diese Flammenwerfer? Nein. Wie fies ist das denn? Ich hab das... Ja. Ich hab's gerade versucht, mit dem Kryo-Modul einzufrieren. Aber selbst mit dem Stasis-Modul kann ich sie nicht beeinflussen. Was passiert, wenn ich den in Stasis versetze? Das war jetzt nicht so effektiv. Oh Mann. Oh Mann. Dann laufe ich jetzt einfach vorbei. Oh shit. Ja, ich sehe schon, hier muss er drunter durch. Dann bleibt mir ja nur die Möglichkeit des Stasis-Moduls. So. Ich kann damit springen, ne? Ja. Gut. Okay. Dann werde ich diesen Metallblock brauchen. Okay, das läuft bisher ganz gut. Wenn der Metallblock jetzt diese Flammen blockieren, wenn ich da durchkomme. Ja, nice. Aber hier kommt wahrscheinlich gleich noch irgendeine Hammeraufgabe, oder? Jupp. Aber auch da habe ich eine Idee, und zwar machen wir das wieder mit Stasis. Wir laden quasi Stasis auf dem Eisblock auf und heben dann einfach diesen Metallblock an. Wir positionieren ihn am besten schon mal so ein bisschen. Einfach da an der Wand, so. Oh, hoffentlich geht das gut. Ja, nice. So. Oh, geschafft. Geschafft, oder? Ey, ich habe Eis mitgebracht. Yes. Truhe. Keine Ahnung, wo eine Truhe war. Ist mir jetzt auch egal. Ich will einfach nur das Zeichen und raus hier. Alles klar. Lustige Idee auf jeden Fall in diesem Schrein. Ja, doch, 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 war lustig. Ja, mal gucken, was noch so kommt. Uns fehlen ja immer noch Schreine und wir haben wieder 4 Stück. Cool. Ja. 20 Schreine fehlen noch. Das war unser 100. Schrein. Ja, so unaufmerksam bin ich. Ja, what the fuck. Da feiern wir die 100 Schreine. Wuhu. Yeah! Im Feiern war ich nie gut. Gut. Ja, hier unten, da will ich jetzt hin. Da ist noch ein ganzes Gebiet, was ich die ganze Zeit über ignoriert habe. Da wird es noch Schreine geben und dann sind mit Sicherheit irgendwo noch offene Schreine.
Hier, die, vor allem die Ebene von Hyrule, die wirkt so leer irgendwie. Was haben wir denn hier? Wir haben da einen Schrein. Wir hatten da eine Erinnerung. Ach, Erinnerungen, genau. Wir müssten mal wieder gucken. Wie viele Erinnerungen fehlen mir nochmal? Ich hatte es, glaube ich, irgendwann schon mal geguckt. Zwei, nee, drei. Das hier ist halt eine Berglandschaft, ne? Das könnte fast sogar bei den Garunen sein, irgendwo. Das hier ist ein Schloss Hyrule. Und das hier ist auch noch irgendwo. Müssten wir halt nochmal zu den einzelnen Stellen gehen und gucken, ob der Dings da rumläuft, der Maler. Der kann uns da sicher weiterhelfen. Also das ist klar, da müssen wir nach Schloss Hyrule. Ich muss sowieso nochmal nach Schloss Hyrule. Sollen wir das gleich machen? Sollen wir nach Schloss Hyrule gehen? Ja, machen wir. Wir gehen nach Schloss Hyrule, denn ich bin zu blöd, um die Karte wieder aufzurufen. In Schloss Hyrule gibt es hinten an der Anlegestelle noch einen Schrein. Deswegen teleportiere ich mich jetzt einfach mal dahin. Ich war ja schon mal versehentlich quasi bei der Anlegestelle und ich hätte einfach mal reingehen sollen. Denn da ist tatsächlich ein Schrein drin versteckt. Und quasi dann auch der Teleport, der beste Teleportpunkt, um ins Schloss zu kommen, wenn man so will. Ja, und wer hätte es gedacht? Da hören wir gleich bald wieder die epische Musik in Schloss Hyrule. Ich freue mich irgendwie drauf. Ich mag das gemixte Theme irgendwie. Ich würde sagen, wir rennen mal wieder als Barbar durch die Gegend. Wir machen damit ultra viel Damage. Dass es jetzt wieder regnet, ist ja irgendwie ja nichts Neues mehr. Denn der Regen ist prinzipiell immer da, wenn es mir was zum Versauen gibt. Das war ein neues Insekt, das ich noch nicht hatte. Aber es kann sein, dass es ein Zitterling war, also ein Schmetterling, der gegen Elektrizität schützt. Ich habe Angst, dass hier irgendwie gleich ein Wächter auf mich schießt. Ich muss sagen, das Spielgefühl hat sich allgemein verbessert durch die verschiedenen Patches, die inzwischen released wurden. Ich persönlich erfahre sehr, sehr wenig also FPS-Lags. Außer jetzt hier. Hier jetzt habe ich gerade schon ein paar erfahren. Sogar gemerkt, tatsächlich. Aber es ist deutlich weniger geworden. Und das finde ich doch schön, dass auch ein Spiel, das nach Release, an dem noch gearbeitet wird, weiterhin, das auch noch optimiert wird und alles, das finde ich super. Ich weiß nicht, ich will aus irgendeinem Grund hier hin. Gib mir mal ein Licht. Ich will da irgendwie auch noch hin. Ich hab so Gefühl. Ich will mir das jetzt angucken. Ja, ich sehe auf jeden Fall schon Wächtersensoren da hinten. Aber egal. Wir fliegen jetzt straight ahead dahin, auch wenn ich nichts sehe und wahrscheinlich gleich im Wasser lande. Mir vollkommen egal. Obwohl, nee, wir schaffen's. Hey, das bedrohliche Schloss Hyrule. Schon krass. Wenn ich jetzt völlig umsonst hier hin bin, ne, dann ist halt Pay. Ich bin nicht völlig umsonst hier hin. Hier ist tatsächlich ein Schrein. What the fuck? Naja, manchmal hilft das gute Alte auf die Map schauen noch dazu. Jetzt ist die Frage, wo ist der Schrein? Hier oben drauf schon mal nicht. Oh! Oh! Ja, hallo! Lol, das Masterschwert leuchtet hier. Nice.
Du bist ein Standard, Ivarok. Wie lame ist das denn? Link? Du weißt schon noch, wie man Ivaroks beklettert, oder? Aber dass es ein Standard Ivarok ist, ist ja irgendwie lame. Wow. Irgendwie schade, dass das nur ein Standard war, weil der droppt nicht so viel. Wobei, lol, doch. What the fuck? War das doch ein Ivarok? Ne, Ivarok selten wird ja angezeigt dann. Aber warum hat er dann... Dafür hat er aber echt viel Loot gegeben, krass. Und wo ist jetzt der Schrein? Wahrscheinlich wieder irgendwo in einem, im Berg oder so. Für den Kack suchen, ey. Deswegen fliegen ja auch die Wächter rum. Hallo? Schrein? Bist du hier irgendwo? Möchtest du dich mir zu erkennen geben? Vielleicht? Unter Umständen. Hallo? Das gibt's doch nicht, wo ist denn der? Hä? Bin verwirrt. Das ist mal so ein fetter Baum. Ist irgendwas drauf? Sieht nicht so aus, ne? Nö. Wo ist jetzt der Schrein? What the fuck? Okay, das ist ein Wächter. Ah, zeig mir dein Auge. Hallo? Bist du doof? Ja, bist du. Naja. Deine Dummheit hilft mir. Trotzdem, wo ist der Schrein? What the fuck? Jetzt reagiert der Schrein sonst auch gar nicht mehr. Ich glaube, ich bin mittlerweile einmal rumgelaufen um das Teil, oder? So ziemlich. Hä? Ich kapier's nicht. Schrein in der Nähe. Was zum... Ich bin einmal um diesen Berg rumgelaufen, hab nichts gefunden. Ich kapiere es nicht. Hä? Aber hier muss es doch dann irgendwo einen Weg in diesen Berg reingeben. Hier im Wasser? Irgendwas? Oder bin ich doch am falschen Berg? Eine Eichel. Sogar mehrere. Cool. Dann Rumi. Nee. Blume, Schleichglöckchen, oder? Ja. Also der Schrein, ist der Schrein hier und nicht da drüben. What the fuck? Der kann ja eigentlich nicht offen sein, sonst hätte ich ihn ja schon früher gesehen. Da unten ist so ein Krogstempel wieder. So ein Wettrennen. Muss es nicht sein. Eigentlich diesen Schrein jetzt haben. Wo ist denn der?
Aha. Hier sind Dornbüsche. Das ist doch sehr verdächtig. Ein Glück regnet es gerade nicht. Alter, okay. Fackel einfach mal alles ab hier. Und fackel mich auch ab. Aha. Aha, was haben wir denn hier? Eine Bombenwand. Nia-Nia-Schrein. Gefunden. Wir haben noch genug Zeit, ihn zu lösen. Mal gucken, was uns erwartet. Auf jeden Fall irgendeine Art von Prüfung. Eine Kraftprobe leicht. Wow. Wow, wirklich? Ich brauche gerade einen Moment. Das ist jetzt nicht euer fucking Ernst, oder? Eine Kraftprobe leicht? Wirklich? Das ist eine Beleidigung. Also, das ist eine Beleidigung. Mann, ich finde das schade, dass das nicht intuitiv, sondern angepasst ist. Dass man sagt, wenn sich Nintendo schon so viel von Skyrim anguckt, mein Schimmernschild ist finally zerbrochen. Wenn sich Nintendo schon so viele Sachen von Skyrim anguckt, dann verstehe ich nicht, um ehrlich zu sein, wieso man nicht dann auch das nimmt, dass man... Ich meine, auf der Overworld haben sie es ja getan. Auf der Overworld haben sie es getan, dass sie sagen, wenn du stärker bist und deine Schreine und sowas hast, dann spawnen irgendwann nur noch... Dann spawnen irgendwann diese silbernen Gegner, ja? Und die Leuen sind irgendwann auch alle weiß oder silber, ja? Und, dann hast du die schwachen Gegner nicht mehr. Und so hätte man das auch mit den Kraftproben machen können, dass man sagt, es ist einfach eine Kraftprobe und wenn du halt schon eine gewisse Zahl an Schreien hast, dann ist das keine leichte mehr, sondern halt eine mittlere oder eine schwere. Das wäre nicht besonders schwer gewesen, so eine Condition zu programmieren, tatsächlich. Man müsste halt an dem Warp-Point, ich weiß ja nicht genau, wie das funktioniert, aber an dem Warp-Point von dem Schrein müsste man halt sagen, müsste ja halt dann abrufen, wie viele Schreine gelöst. Und wenn wir, sagen wir mal, wir haben mehr als 60 Schreine gelöst, dann ist es eine mittlere. Und sagen wir mal, wir haben mehr als 80 Schreine gelöst, dann ist es eine schwierige. Dann wäre zumindest für den Spieler in der Situation die Herausforderung da. Ja? Je nachdem, was man halt hat, aber man kann ja auch... Man muss ja nicht zwingend Wächterwaffen benutzen, sondern man kann ja auch zum Beispiel mit den ganzen Leunenwaffen die Viecher verkloppen. Das soll kein Problem sollte kein Problem darstellen. So, jetzt aber ab ins Schloss. Nein, nicht mehr ab ins Schloss. Wir haben keine Zeit mehr. Ich habe so viel Zeit damit verbracht, diesen Schrein hier zu finden. What the fuck? Okay. Dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Däumchen da. Irgendwas wollte ich nochmal sagen, was wir vorhin erreicht haben, wollte ich nochmal erwähnen, aber ich habe es vergessen. Also von daher, freut euch darauf, dass wir nochmal kurz ins Schloss gehen, an die Anlegestelle, denn dort befindet sich noch ein Schrein. Und dann holen wir irgendwo auf dem Schloss, das hier müsste das sein. Das hier, diese Brücke, da müsste die Erinnerung sein. Genau, da gehen wir hin. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Das habe ich schon gesagt, verdammt. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal.